27. November 2008 organisierte das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur ein Interview mit dem bislang einzigen österreichischen Astronauten Franz Fieberg. Im Jahr 1990 hat dieser auf der russischen Raumstation Mir im Namen der Wissenschaft eine Serie von Experimenten durchgeführt. Herr Fieberg hat zugestimmt, ein Interview zu geben, das später als Grundlage für verschiedene Lernobjekte dienen soll. Das ganze Thema Raumfahrt, damit sind ja eine Fülle von verschiedensten interessanten Wissenschaften, Techniken, Technologien verbunden, wo man in all diesen Themen irgendwo immer an der Grenze des momentan Machbaren gerade ist. Und das ist das Faszinierende. Und man entdeckt da immer neue Sachen, es werden immer neue Dinge erforscht, man erlebt immer neue Dinge. Also das ist spannend. Und wenn man dann sieht, was durch Technologie und Innovation und Technik möglich geworden ist, nämlich so ein Raumflugprojekt durchzuführen, wenn man das mal miterlebt hat, vom Anfang bis zum Ende, also von allem, was dazugehört, vom Training, was da passiert, bis zu Raumanzug anziehen, einen Raketenstart, das muss man mal miterleben, was da passiert, wenn da 300 Tonnen hochexplosiver Treibstoff kontrolliert über ein paar Düsen explodieren. Das ist ja nicht nichts, das ist schon gewaltig, was hier die Menschheit in der Lage ist zu leisten. Und dann schlussendlich da im Weltall zu schweben und auf diese Erde heranzublicken, das sind schon tolle Erlebnisse. Und ich glaube immer, wenn man an die Grenzen, die eigenen Grenzen oder die Grenzen des Machbaren abtastet, auch als Person, das ist irgendwo ein Instinkt, ein Drang, der in der Menschheit drinnen ist. Da erlangt man dann, glaube ich, große Befriedigung. Da kriegt man die Energie, dass man sich große Ziele steckt. Und ich glaube, nur wenn man nur wenn man diese großen Ziele hat, kriegt man die Energie, dass man die auch erreicht. Wenn Sie jetzt sich zurückerinnern, der Blick auf die Erde, wie war das für Sie? Welche Assoziationen haben Sie damit? Verschiedene. Also der Blick, der erste Blick aus dem Weltall zur Erde ist natürlich total faszinierend. Man ist einmal überrascht über die. Also der Planet ist wirklich blau, was man eigentlich nicht wirklich mitbekommt, wenn man hier auf der Erde ist. Wenn man Landkarten sieht, dann sieht man also das meiste irgendwie Erde, also Kontinente, und sehr wenig blau bei so einer Landkarte. Wenn man dann die Kugel sieht, dann merkt man, dass da eigentlich sehr viel blau ist, und man weiß zwar, dass 3/4 der Erdoberfläche Wasser ist, allerdings kriegt man das nicht wirklich mit, erst wenn man die Kugel wirklich sieht. Das war wirklich ein erstes großes Aha-Erlebnis, dass die Kugel eigentlich wirklich blau ist. Wenn man dann das ein bisschen verarbeitet und einige so Ausblicke genießt, dann kommt einem auch schnell dieser Gedanke der Zerbrechlichkeit ins Gedächtnis, und das Gefühl hat man wirklich. Vor allem, wenn man Sonnenaufgänge oder Sonnenuntergänge sieht, oder Mondaufgänge und Monduntergänge, wenn man hier dann die Atmosphäre sieht, also die Schicht, die dünne Schicht, wenn man am Horizont schaut. Und das ist wirklich unwahrscheinlich dünn, und da kriegt man ein Gefühl, wie zerbrechlich das ist. Man kann die Schicht vielleicht vergleichen, obwohl nichts einen schönen Vergleich gehört, der sehr, sehr anschaulich ist. Das ist in etwas so wie die Haut bei einem Apfel. Also die Schale bei einem Apfel im Vergleich zum Ganzen, da kriegt man ein Gefühl, wie dick oder wie dünn eigentlich diese Atmosphäre ist. Und dann ist es natürlich schon so, wenn man da schwebt und sieht dann irgendwo diesen Planeten Erde in dem gesamten schwarzen Kosmos,
ist das schon ein ganz interessantes Gefühl, wenn man selber jetzt mitkriegt, eigentlich ist man momentan nicht mehr Teil dieses Planeten, sondern schwebt als Satellit außerhalb. Wenn man, wie Sie, in der Schwerelosigkeit eben über mehrere Tage hinweg da gelebt hat, wie es dann war, als Sie wieder Gewicht gespürt haben? Das war wirklich ein interessanter Moment, sozusagen, wenn man bewusst die Schwerkraft wieder spürt. Also das, natürlich macht man vorher einiges mit, bis man wirklich auf der Erde wieder ist. Die ganze Landung, das ist der ganze Wiedereintritt in die Atmosphäre, das ist eine ziemliche körperliche Belastung. Da wird man schon einmal fest durchgerüttelt und durchgeschüttelt und an einer sehr festen, ordentlichen Belastung ausgesetzt. Mhm. Aber jetzt sagen wir, ist das alles vorbei und dann ist man am Boden. Dann war es also bei uns so, dass wir da seitlich gelegen sind und das Ganze, sorry, klumpert, aber die ganzen Sachen, die wir so irgendwo gehabt haben und befestigt haben in der Kapsel, das ist alles meinem Kollegen draufgeflogen, weil der so da unten gelegen ist. Wir waren zu dritt nebeneinander und dadurch, dass wir schräg waren, war ich ganz oben, bin oben gehängt und er ist auf dem ist halt alles geflogen. Dann geht also die Luke auf und der feierliche Anblick war, dass ich meinen Kollegen, den Clemens Lothaler, als erstes erblickt habe. Und dann waren plötzlich schon Journalisten und so dort. Das war dann ziemlich frustrierend. Und da wird man aber dann also losgemacht und die heben einem dann oder zehren einem raus, wie auch immer. Und dann gibt es Liegestühle. Und in dem Liegestuhl habe ich dann das Gefühl auf einmal gemerkt, hoppala, die Beine, die also frei schwebend waren, immer werden am Boden gedrückt. Nicht? Und man liegt da so drinnen und merkt, hoppala, die Beine, wieso gehen die nicht rauf? Und der Kopf wird auf einmal so nach hinten gedrückt. Das war ein ganz, ganz interessantes Gefühl. Oder die Arme, die ja im All, wenn man schwebt, ist das die entspannte Position. Plötzlich werden die runtergedrückt. Und das war so ein bewusster Druck, den man plötzlich verspürt. Das hat dauert, ich weiß nicht, ein paar Minuten. Dann war das wieder weg, dann war wieder die normale Routine und dann hat das Hirn schon wieder erkannt. Da gibt es auf der NASA-Webpage, gibt es also so einen Link, da kann man eingeben, wo man sich befindet und dann wird genau errechnet, wann ein günstiger Moment, also wann die drüber fliegt. Und immer zur Dämmerung ist eine gute Zeit. Also wenn es gerade schon, wie ist das, wenn es schon dunkel ist, gerade dunkel geworden ist auf der Erde oder kurz vorm Hellwerden ist. Weil dann die Station im Sonnenlicht ist und selber ist man im Dunkeln, dann sieht man das, das ist wirklich groß. Sie werden das vielleicht eh schon miterlebt haben. Also man sieht, wenn Sie im Sommer so am Himmel schauen, oft, sieht man oft Satelliten, da sieht man einfach einen weißen Punkt, wie der schön kontinuierlich so drüber fliegt. Und das ist ziemlich klar zu unterscheiden von einem Flugzeug. Das ist ja halt irgendein Satellit. Und das ist ja halt ein sehr großer, greller Punkt schon. Die Erde zu verlassen und das Weltall zu erforschen, ist ein Traum, der für Franz Fieberg in Erfüllung gegangen ist. Inspire möchte mit Lernobjekten wie diesem Interview Kinder dazu animieren, ihre eigenen Träume zu verwirklichen. Das Beispiel von Herrn Fieberg zeigt uns nämlich, dass sogar der gewagteste Wunsch Wirklichkeit werden kann.